Die Instructor lernen die Fähigkeiten, die sie unterrichten, und noch mehr. Dabei erhalten sie auch regelmäßig Feedback von anderen Instructern und von ihren Lernenden. In diesem Video widmen wir uns mal wieder der Organisation von The Carpentries. Wenn du dich jetzt fragst, wer sind eigentlich The Carpentries, dann schau dir am besten nochmal unser letztes Video dazu an. Wie du weißt, sind wir bei ZBMed in den verschiedensten Rollen bei The Carpentries vertreten. Zum Beispiel als Instructor, als Maintainer, Trainer, Executive Counsel und als Regional Coordinator. Heute wollen wir uns mit dir anschauen, wie man ein Instructor bei The Carpentries werden kann. Die Carpentry-Workshops werden von jeweils einem geschulten freiwilligen Instructor geleitet. Das heißt, sie vermitteln in den Workshops Inhalte wie die Programmiersprache Python, die Kommandozeile oder die Versionskontrolle Git. Nach einem Instructor-Training und drei kurzen Checkout-Aufgaben wirst du bei den Carpentries als Instructor zertifiziert. Mit diesen Schritten wird sichergestellt, dass du als Instructor die Grundlagen des effektiven Unterrichtens beherrschst und mit den Grundlagen und Praktiken der Carpentries vertraut bist. Instructor können Workshops eigenständig für ihr Institut organisieren oder sich freiwillig zu einem Workshop an einem anderen Institut anmelden. Mittlerweile wurden bereits Workshops in über 40 Ländern durchgeführt, sogar in der Antarktis. Und warum solltest du jetzt ein Instructor werden und wie könntest du auch sonst für deine Arbeit davon profitieren, Instructor zu sein? Erst einmal, um Praxis im Unterrichten zu bekommen. Carpentries Instructor lernen, evidenzbasierte Praktiken anzuwenden und sie in einer entspannten, teamunterstützenden Umgebung umzusetzen. Dabei erhalten sie auch regelmäßig Feedback von anderen Instructern und von ihren Lernenden. Zweitens erweiterst du dabei auch deine eigenen technischen Fähigkeiten. Die Instructor lernen die Fähigkeiten, die sie unterrichten, und noch mehr. Beim Unterrichten ist ein Grundsatz der Carpentries: Never teach alone. Die Lehrtätigkeit ist eine super Möglichkeit, um vorhandene Fähigkeiten zu festigen und um neue Tipps und Tricks von anderen Instructern zu lernen. Ja, und drittens, um einer Gemeinschaft von Menschen beizutreten, denen die integrative Vermittlung von Computerkenntnissen wirklich am Herzen liegt. Und weil es Spaß macht. Es macht wirklich Spaß zu unterrichten. So, du willst jetzt also Instructor werden? Wie sind jetzt also die Schritte zum Instructor? Zunächst nimmst du an einem Instructor-Training teil. Das Training umfasst 2 volle oder 4 halbe Tage. Dabei werden die Grundlagen der pädagogischen Psychologie und evidenzbasierte Unterrichtspraktiken vermittelt und dir wird gezeigt, wie du beides in einem Workshop der Carpentries anwendest. Weitere Einzelheiten dazu findest du im Lehrplan der Carpentries. Diesen verlinken wir dir auch in der Infobox. Sobald du das Instructor Training absolviert hast, schließt du einen Checkout-Prozess ab. Dieser Checkout-Prozess beinhaltet 3 kurze Aufgaben, um deine Zertifizierung als Carpentry Instructor zu bekommen. Erstens die Teilnahme an einer Carpentries Community Discussion. Zweitens eine Teaching Demo, bei der du ganz kurz das Lehrmaterial der Carpentries vorstellst und dir einen Trainer Feedback dazu gibt. Und einen kleinen Beitrag für das Lehrmaterial der Carpentries. Klingt jetzt vielleicht erstmal wild, aber keine Sorge, die Aufgaben sind wirklich sehr niedrigschwellig. Wie das Ganze genau aussieht, kannst du dir in der Anleitung für den Checkout anschauen, also in den Instructions. Das verlinken wir dir auch in der Infobox. Aber das Ganze wird auch nochmal Schritt für Schritt im Instructor-Training erklärt. Wenn du soweit bist, kannst du dich direkt für ein Instructor-Training anmelden. Es gibt da 2 Möglichkeiten für die Anmeldung. Wenn deine Organisation eine Mitgliedschaft bei The Carpentries hat, bekommt deine Organisation auch ganz leicht einen Zugangscode zum nächsten Instructor-Training und du kannst direkt am nächsten Training in deiner Zeitzone teilnehmen. Die andere Möglichkeit ist das offene Instructor-Training-Programm, bei dem du kostenfrei teilnehmen kannst. Dazu kannst du dich auf das Instructor-Training bewerben und bekommst eine Nachricht, sobald ein Platz frei ist. Aber keine Sorge.
Auch bei der kostenfreien Anmeldung sind die Wartezeiten sehr überschaubar und eine Anmeldung lohnt sich auf jeden Fall. Den Link zu der Anmeldung findest du auch in der Infobox. Hast du noch Fragen zum Anmeldeprozess für das Instructor Training oder generelle Fragen zu den Carpentries? Schreibe sie uns gerne in die Kommentare. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß beim Instructor-Training und vielleicht sehen wir uns demnächst in einem Community-Event von den Carpentries.